Hallo Angel, hallo Happens, hallo JJ, hallo Unicorn, hallo Daniel. 60 ist krass, ja. Salad, hi, dankeschön für 30 Monate. Dankeschön. Endlich einen neuen Ball. Jubelball, bester Ball. Ich glaube, danach kommt der GS-Ball und dann kommt der Mind-Ball. Hallo JP, hallo Angermatt, hallo Essandro, nein, kommt nicht. Hallo Pick, hallo Tennis, hallo Demon King, hallo Anne. Warum sollte ein Remake für Carlos kommen, hä? Legis auf Level 1 brüten, wie geht das? Ja, da habe ich dich jetzt wohl hier rangekriegt. Da musst du jetzt wohl hier zuschauen. Bis ich das später mache. Gleich siehst du es nicht, vielleicht in so 2-3 Stunden. Aber es ist Clickbait. Man kann Legis nicht brüten. Hallo Gipskop. Hallo. Bleib dran, dann wirst du es erfahren. Man kann in Heart Gold Soul Silver Palkia, Dialga und Giratina aus einem Ei bekommen auf Level 1. Also man brütet sie nicht selber, man bekommt sie. Aber davor machen wir etwas komplett Verrücktes. Was, das ich gestern geschafft habe und aufgezeichnet habe. Aber jetzt müssen wir das natürlich nochmal machen. Dann kommt Origin Dex Gen 4 auf YouTube. Wegen deiner Nachricht jetzt einen Monat später. Jedes Mal, wenn jemand fragt, ist es einen Monat später. Im Moment sind wir bei 2025. Also es dauert noch 2 Jahre. Ein Jahr, 2 Jahre. Hallo Dr. Payne. Okay, wir gehen direkt hier rüber, denn das dauert sehr lang. Ich habe ein leicht überpowertes Team. Denn ich habe gestern festgestellt, ohne ein überpowertes Team habe ich keine Chance gegen dieses Arceus. Ich weiß nicht, was mit diesem Arceus los ist, warum es so viel krasser ist. Aber ich muss vor Arceus fliehen können. Und selbst ein Knackrak, Staraptor oder Lux drauf Level 80 sind nicht schnell genug, um vor einem Arceus auf Level 80 zu fliehen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber es ist schrecklich. Deswegen habe ich mal eben komplett legit natürlich, was glaubt ihr denn? Natürlich habe ich gestern damit verbracht, 4-5 Pokémon auf Level 100 zu bringen. Natürlich, das ist auch möglich, natürlich das so schnell zu machen. 220er Base Init ist da los. Aber Staraptor und Luxra sind auch sauschnell. Wie schnell sind die denn jetzt? Vor allem Gengar. Gengar ist auch nicht, wobei Gengar hatte ich gar nicht probiert. Vielleicht wäre Gengar schneller gewesen. Init 319. 177? Luxra ist langsam? 107, ja, das ist klar. 237. 241. Ey, ich hätte Gengar gestern nehmen sollen. Ich habe nur versucht, mit den dreien wegzuflüchten. Ich meine, es hat geklappt. Und ich habe jetzt auch Pokepuppen dabei. Ich habe noch nicht getestet, ob Pokepuppen bei Arceus gehen, aber sie sollten gehen. Warum sollten sie nicht gehen? Warum sollten Pokepuppen nicht gehen? Geht Pokepuppe vielleicht nicht, weil Arceus nicht wild ist? Aber ich kann vor Arceus flüchten, also sollte doch eine Pokepuppe funktionieren. Wie bist du aus der Void rausgekommen? Ich habe mich rausgecheatet. Ich habe andere Koordinaten eingegeben. Warum ist Luxra langsam? Es ist eigentlich eine Katze oder ein Hund? Es ist ein Löwe, oder? Es ist ein Hund. Es ist ein Hund und ein Elektrohund.
Warum sind die so langsam? Es hat sich schon im mystischen Raum versteckt, weil es seine Ruhe will und du findest es trotzdem. Yep. Okay. Also ich muss jetzt den kompletten Arceus-Glitch nochmal machen. Moment, ich zeig's euch kurz. Ich habe es gestern geschafft und das Video aufgenommen. Das Video wird vielleicht morgen rauskommen. Spätestens übermorgen das Tutorial dazu. Aber es wird wieder ein super langweiliges Video, weil es ist ein Tutorial, was 50 Minuten geht, weil es so unfassbar lange dauert, dahin zu kommen. Ja, ich habe gestern 3 Arceus gefangen in... das sollte doch hier auch stehen. In der Halle des Beginns. 3 Stück. Und das kann man nicht nach Bank übertragen, weil es eben aus der Halle des Beginns ist. Aber ich habe dann eben auch eins gefangen aus der mysteriösen Zone. Und das kann man übertragen. Ich habe das auf Level 100 gebracht und habe das auch schon übertragen auf Bank. Also es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und das Shaman kann man nicht übertragen, aber das Darkrai kann man übertragen, wenn man es auf Level 50 bringt und Verfolgung verlernt. Ich Trottel habe ihm anstatt Verfolgung Zerschneider mit beigebracht, damit Verfolgung weg ist. Einfach Zerschneider schnell beigebracht, weil jeder Zerschneider hat. Nur dass mir dann auffällt, dass ich natürlich ein Pokémon mit VM nicht tauschen kann. Also habe ich, naja, dann ihm Toxin beigebracht. Das heißt, es hat funktioniert, Darkrai und Arceus konnte ich übertragen, die anderen nicht. Aber das hier kann man übertragen. Aber ich habe es im Meisterball gefangen, eben ganz schnell. Und jetzt würde ich gern versuchen, es mit dem Pokéball zu fangen. Das heißt, ich muss da wieder hin, diesen halbe Stunden Glitch machen, um da hinzukommen. Und dann ist es nicht mehr garantiert, dass ich es kriege. Denn ich kann da nicht speichern. Das heißt, wenn es mich besiegt, bin ich weg. Wenn ich es besiege, ich glaube, das wäre nicht so schlimm, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ich kann nicht speichern und ich kann nur während dem Kämpfen meine Pokémon heilen. Weil ich eben im Pokepark bin, im Freundespark bin, Park der Freunde bin. Und da kann man seine Pokémon nicht außerhalb des Kampfes heilen. Man kann nicht speichern, man kann Items nicht benutzen, gar nichts. Das heißt, wenn ich meine Pokémon heile, was ich machen muss, weil ich kann den Speicherstand nicht neu laden, dann muss ich das während dem Kampf machen. Zum Glück kann Arceus, soweit ich das bisher gecheckt habe, nur Hyperstrahl. Das heißt, mein Gengar sollte nicht mal... Ah ne, es kann doch Seer. Seer und Hyperstrahl. Seer ist kacke bei Gengar natürlich, aber Hyperstrahl sollte Gengar nicht wehtun. Ich werde einfach Hypnose machen und Pokébälle draufschmeißen und hoffen, dass es drin bleibt. Wenn es mich dann besiegt, oder ich muss halt mich die ganze Zeit dann heilen und... oder flüchten... Auf Flüchten bringt nichts, weil ich muss mich dann wieder heilen. Aber wenn es sich selber umbringt wegen AP, dann muss ich flüchten und nochmal neu machen. Also, uff. Das wird, glaube ich, das schwerst zu fangendste Mon neben Entei in Gen 2, das im Pokéball drin bleiben muss. Weil ich eben nicht einfach den Speicherstand neu laden kann. Aber ja. Trotzdem, wir können uns unendlich viele Arceus holen. Also hole ich mir wieder eins. Hatte ich nicht vorhin auch? Nee, das war Salad. Mein lieber Salad. Hallo Sloth. Soll ich mir noch mehr holen? Ich habe 50 Poképroben. Das heißt, ich kann 50 Mal vor Arceus fliehen. Ich habe 521 Pokébälle. 50 Hypertränke, 40 Hyperheiler, 40 Beleber und 20 Top-Äther. Ist das zu wenig? Okay, weißt du was? Ich kaufe einfach nochmal so viele. Kann ich eigentlich, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, das... Achso, hier ist gar kein Ding. Hallo Dave. Hallo Jay. Zu wenig? Weiß ich nicht. Aber gut. Hypertrank. Machen wir nochmal 50.
Die Leber. Machen wir nochmal 50. Hyperheiler, glaube ich, brauche ich nicht, weil Arceus kann mir nichts anhaben. Okay, dann kaufe ich halt nochmal 50 Hypertränke. Hätte ich Top-Tränke kaufen sollen? Arceus ist das letzte Mal für Gen 4. Ich bin fertig mit Gen 4, ich mache das nur aus Spaß. Und die drei Eier hole ich mir auch nur aus Spaß. Das sind halt Sachen, die finde ich dazugehören, die ich halt... Zum Origin Dex gehören sie nicht dazu, aber... Da Gen 4 allgemein relativ langweilig war, mache ich die Sachen noch dazu. Das ist halt schon besonders. Es gibt noch viele andere besondere Sachen, aber ich glaube, das ist das Besonderste. Okay, wir machen... Sollen wir Staraptor an erster Stelle machen? Ja, nee. Ich will mit Gengar anfangen. Ich kann nämlich, was ich auch krass finde, ich konnte dann vor Arceus kannst du die Reihenfolge deiner Pokémon nicht ändern. Weil dieses Menü ist nicht da. Ich kann auch nicht mal sagen, oh, probieren wir eine andere Strat und fangen mit Staraptor an. Geht nicht. Ist eigentlich voll krass. Okay, ich habe jetzt hier, macht eure Spirits jetzt. Ich werde lange sie nicht mehr checken können, weil ich jetzt durch die Void gehen muss. Jay, du bist ein Brutalander. Lucy, du bist ein Kappa... Kapu... Blau? Nein, doch, das blaue Kapu. Und Anne, du bist ein Klingplim. Klingplim. Wo konstant bist du mit dem Glitch? Wie konstant? Ich habe es gestern First Try geschafft. Nachdem ich den Tag davor so viele Fehler gemacht habe und erstmal checken musste, wie das geht. Aber jetzt, wo ich... Ja, ich habe es gestern fürs Video alles First Try geschafft. Darkrai, Shaman und beide Arceus. Jack, du bist ein grünes Genie. Hallo Drarot. Hat Gengar Erzwinger? Nö. Wenn Arceus sich umbringt, das ist am wenigsten schlimme. Weil es gibt unendlich viele Arceus. Ich kann einfach zwei Schritte runtergehen und wieder einen Arceus finden. Das Problem ist, wenn mir die Tränke ausgehen. JJ, du bist ein hässlicher Vogel. Skalyk. Victolator, du bist ein Despotar. Und Minus, du bist ein Leufeo. Die Zettel fangen sich an wieder zu rollen. Drarot, du bist ein kleiner Dino. Übrigens, ja, gestern die State of Play mit Final Fantasy. Oh mein Gott. Die haben nicht aufgehört, uns Sachen zu zeigen. Und du hast diesen Trailer angeschaut und dir gedacht, ja, why the fuck not? Warum machen wir ein Kartenspiel? Why the fuck not? Warum lassen wir Chocobos fliegen und Berge erklimmen? Why the fuck not? Lass einfach alles in einem Spiel machen. Diese Reihe definiert den Begriff Remake. Du kannst nur noch Remakes zu Spielen sagen, wenn sie so ein Level an Remake haben. Das ist unfassbar. So unfassbar, wie gut dieses Remake ist. Das ist nicht mal ein Trailer, das ist eine halbe Stunde lang wird dir gezeigt, das komplette Spiel und wie Sachen funktionieren und es ist so krass. Ich habe nicht gedacht, dass es Open World ist, aber es ist einfach Open World. Ich dachte, das ist einfach Schlauchlevel, die schön aussehen, aber du kannst halt wirklich überall hin. Okay, ich speichere noch einmal. Du hast einen hässlichen Vogel, JJ. Ah Gott, ich muss die Karte noch wegmachen. Jetzt nochmal speichern. Du kennst das Original nicht, aber hast du schon den ersten Teil gespielt?
Bam. Dritter Versuch. Oder vierter Versuch? Keine Ahnung. Weil den Anfang kann ich schon auswendig. Okay. Warum sehe ich mein Ding nicht? Oh, warte mal. Hier, yeah, okay. Siebzehn nach links. Runter. Hoch 415 links. Original habe ich auch nicht gespielt, aber 7R komplett fand ich okay, kann ich so mit dem Kampfsystem klar. Dann wird dir der nächste Teil auch nicht gefallen, weil das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Es ist immer noch dieses Dynamische, aber du kannst halt pausieren, um strategisch vorzugehen. Deswegen, ich fand es eigentlich geil, weil du hast beide Welten. Du hast das Devil May Cry-mäßige Rumgeschlachte, aber du hast auch das Taktische, wenn du einfach pausierst. Okay, Speichung. Endlich Ferien. Was? Heute ist Mittwoch. Dabei kann ich 415 Mal, oh mein Gott. Hä? Das ist nicht so viel. Später machen wir 1300. Das ist nicht so schlimm. Karnevalferien. Das tut mir leid, dass du wo lebst, wo Karneval ist. Ich würde ja für diesen Monat, oder wie lange geht es? Ich würde da ja die Stadt verlassen. 384 rechts. Kannst du schon sagen, wenn das nächste YouTube-Video kommt? Morgen. Ich weiß auch nicht, ob dich das interessieren wird. Das ist das Tutorial zu dem, was ich hier gerade mache. Es geht 50 Minuten. Drei, vier. Forscher Sack. Nein sagen. Und 479 hoch. Direkt das Land verlassen. Oder nach Bayern, da gibt's keinen dummen Karneval. Nein, ich habe noch nie Karneval erlebt. Aber es sieht nicht so aus, als ob das spaßig wäre. 479 hoch. Perfekt. 2, 5, 6 rechts. Wenn mich deine Videos nicht interessieren würden, wäre ich nicht im Stream. Ja, aber ich mache ja verschiedene Videos. Ich mache Tutorials, ich mache Origin Decks und ich mache Shiny Hunting. Und morgen kommt ein sehr trockenes Tutorial zu dem hier. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich muss das hier, also ich will das hier machen, um das Arceus zu kriegen. Also habe ich mich damit beschäftigt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Also warum mache ich kein Tutorial dazu? Was besser ist als die anderen, finde ich. Auch wenn die anderen nur 20 Minuten gehen.
da sind so viele Infos nicht drin und du kannst dir deinen Speicherstand kaputt machen. Ich finde es so krass, wie die einfach die Infos runterrattern und wenn du es nicht schaffst nachzumachen, was höchstwahrscheinlich ist, weil nicht alle Infos in dem Video drin sind, dann ist dein Speicherstand einfach kaputt. 256 rechts, speichern. Ich muss so viel Sachen selber verstehen und selber mir, was heißt beibringen, aber verstehen. So, dass ich jetzt nicht mehr verloren gehe. Aber vielleicht gehen wir später wieder verloren und mein Speicherstand ist wieder kaputt. So, dann machen wir jetzt den Abschnitt. Leo hat bei der 20 einfach die 2 gedreht und macht ein neues Tutorial, genau. Hallo Caligo. Erntedankfest. Was macht man beim Erntedankfest? Äh, 214 links. Aber zuerst lese ich Mr. Keskin. Hallo, ich habe dich auf YouTube entdeckt und bin von deinen Anfänger-Stream-Videos auf dich geschossen. Haben mir gefallen, vor allem mit der Belichtung. Aha, aha. Konnte ich jetzt nur diese Autoeinstellung ausschalten. Vielen Dank. Gerne. Gerne, gerne, gerne. 214 links. Oh, mein Fahrrad war noch schnell. Uiuiui, gefährlich. So, 479 runter. Und dann kommen wir zum Pokémon Center. Polanski, Dankeschön für dein Prime. Danke für 3 Monate Prime. Man dankt der Ernte, aber was macht man da? Das heißt, die Leute saufen einfach. Für die Ernte. 479, 479. Wo ist es? Ja. 479. Okay. Dann Pokédex aufmachen. Dann Fahrrad schnell stellen. Boom. Perfekt. Pokédex. Zweimal runter. Opa, 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 opa. Okay, das ist nicht so schlimm. Und reden wir mit dir. Und geht in die Kirche und dankt Gott für die Lebensmittel. Sehr gut. Soft Reset, aber wir müssen das Intro durchlaufen lassen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil das Spiel im Hintergrund komplett laden muss. Ich darf das Intro nicht wegklicken, bis man das Pokémon-Logo sieht. Ich würde aber auch nie ein Gebiet ziehen wollen, wo es sowas wie das Oktoberfest gibt. Das ist genauso gruselig wie Karneval. Ja, also ich weiß nicht, wie Karneval ist, aber bei der Wiesn ist es so, dass du halt nicht im Zentrum sein darfst. Im Zentrum ist alles voller Kotze und riecht auch danach. Aber das Oktoberfest an sich riecht gut mit dem ganzen Zeug und so. Aber was ja geil ist, im Zentrum von München machen sie ja zum Beispiel Briefkästen und sowas, werden zugeschweißt. Weil Leute reinkotzen. 511 runter. Machen wir das hier. Hallo Nubis. Ich durfte heute schon Paletten Alkohol bereitstellen. So, 511 runter. Da werden Trecker und Anhänger geschmückt. Dann wird quasi gezeigt, wie ertragreich das Jahr war und danach wird gesoffen. Schönes ganze Plus, was man gemacht hat. Weg, Sauve, yeah. Geschweißt. Soweit, ja. Kannst ja wieder aufschweißen. Was sollen sie machen? Zukleben? Das ist nicht schwer wegzureißen, Kleber. Das musst du zuschweißen. Ah, weiß nicht, vielleicht kleben sie es auch bloß zu, aber das ist kein Hindernis, glaube ich. Forschersack.
Bitte, bitte darf jetzt nicht, das Spiel darf nicht abschmieren, das Spiel darf nicht abstürzen. Das Spiel darf nicht abstürzen. Nein, das ist okay, das ist normal, das soll passieren. Wie ihr links seht, steht da, Crash. Das heißt Void Arceus, ein Arceus in der Void. Dann 3, 2 nach links. Jetzt sind wir am Boonpfad bei Shaman. Da wollen wir aber nicht sein. Deswegen fliegen wir. Warum auch immer man hier fliegen kann. Ich habe überall versucht zu fliegen vorgestern. Ich habe nirgendwo fliegen können. Ab nach Jubelstadt. Jetzt müssen wir wieder ins Pokémon Center rein. Aber hier passiert auch was Lustiges. Und zwar, ich fasse den Gameboy nicht an. Oh, wo bin ich? Da bin ich. Und ich gehe von alleine runter. Man sieht oben rechts, wie die Tür vom Konnex Club aufgeht. Man triggert quasi, man verlässt quasi den Konnex Club, aber man ist halt an einer anderen Stelle und so glitscht man sich aus dem Pokémon Center raus und steht wieder in der Void. Finde ich eigentlich fast die coolste Stelle. 4 nach links. 1, 2, 3, 4. Das kann ich hier auch auswendig. Das muss man so oft machen. 13 nach oben. 3. Pokédex. Wenn ich hier den Pokédex nicht aufmache, stürzt das Spiel ab. Musste ich feststellen. 2 hoch. 6 nach rechts. Pokédex. Pokédex. Dann schnell gegen die Wand laufen. Pokédex. Durch, rüber, reden. Rein in den Konnex Club, warum auch immer. Weil du vorher irgendwann in den Konnex Club rein bist, genau. Aber man hat ihn halt nie verlassen. Weil jetzt gehe ich ja wieder rein. Aber ich habe ihn nie verlassen. So, ich bin durch die Void, habe ich ihn verlassen, sodass, wenn ich dann ins Pokémon reingehe, ins Pokémon Center, kommt die Animation des Verlassens und schiebt mich aus dem Pokémon Center raus. Okay, und all das macht man, um gewisse RAMs im Spiel zu aktivieren oder Sachen zu laden und entladen, damit halt Arceus geladen wird und nicht geladen wird, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt das zweite Mal da schon rein. Aber das muss man halt machen, um Arceus zu laden oder halt Gebiete zu laden, um da durchgehen zu können oder so. Okay, jetzt müssen wir einiges fahren. 2 runter. Epsilon Fahrrad, 32 runter. Karte registrieren. Wir werden bald den Pokédex nicht mehr aufrufen können oder halt das Menü aufmachen können, deswegen muss ich die Karte registrieren, damit ich etwas aufmachen kann wenigstens. Hallo Dead Angel. Mal doof gefragt, wenn ich jetzt ein Action Replay für das Event nutzen würde, wäre es nicht genauso legal, als wenn ich jetzt diesen Glitch nutze? Das musst du für dich entscheiden, ob das legal ist. Ich für mich sehe etwas als legaler an, wenn ich dafür etwas Schweres mache. Wenn du einfach nur einen Action Replay Code in einer ROM eingibst, herzlichen Glückwunsch. Fühlst du dich dann gut, dass du dieses Arceus hast? Kann halt jeder. Karte registrieren. Aber natürlich, wenn du das dem Arceus exakt die Daten gibst, die das Arceus hat, das legal ist, dann ist es natürlich ein legales Arceus. Aber du musst sagen, ob du das cool findest. 9, 6 runter. Und 160 nach rechts. Hallo, The Beast.
Uah, eins zu viel, aber das sollte okay sein. Gehen wir eins zurück. Okay. 9, 7 hoch. Man muss so krass aufpassen. Die Zahl geht so schnell manchmal hoch. 9, 7 hoch. Genau in die Ecke. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Das weiß ich. 9, 7 hoch. 6, 3 rechts. Drei, zwei runter. Und jetzt machen wir eben die Karte auf, weil nichts anderes geht auf. Dann drei, zwei rechts. Dann drei, zwei runter. Dann sechs, vier rechts. Karte. Dann eins rechts. Dann eins runter. Jetzt sind wir im Park der Freunde. Hier triggert bei mir jetzt nicht die Cutscene, weil ich im Park der Freunde schon war. Wegen dem Glitch. Wenn man noch nie im Park der Freunde war, triggert jetzt eine Cutscene. Da ich keine Cutscene habe, muss ich jetzt 6-4 nach rechts gehen. Weil die Cutscene drückt einen in die andere Richtung, weswegen man weniger Schritte gehen muss. Aber ich habe keine Cutscene, deswegen muss ich einen Schritt mehr gehen. 6, 4 nach rechts. Okay, dann bin ich hier. Sechs, vier hoch. Es sind lustigerweise immer so ähnliche Zahlen. So immer 6, 4, 3, 2. Warum auch immer. Karte aufmachen. Wir kommen in Pokémon Schwarz und Weiß, genau. 9, 6 hoch. Ich habe jetzt rausgefunden, warum man hier eine Pause machen muss bei 9,6 und dann noch eins hoch. Weil wenn ich hier einfach durchgehe, gehe ich über die Cutscene drüber irgendwie. Das ist mir gestern passiert. Deswegen, man geht zuerst 9,6 hoch und dann nur eins hoch. Und dann wird die Cutscene getriggert. Und jetzt betreten wir den Pal Park. Jetzt sind wir im Park der Freunde. Und ab jetzt können wir nicht mehr speichern, keine Pokémon mehr verschieben, uns nicht mehr heilen. Nix mehr. Jetzt muss alles laufen. Wie groß ist denn ein Screen in Pokémon? Weiß ich nicht. Vielleicht 3-2. Ich glaube, es sind mehr Pixel. Oder was heißt also Schachbrett? Ist halt. Vielleicht sind es 3-2 Felder. So, dann gehen wir jetzt eins runter. Sind wieder in Jubelstadt. 193 nach links. Ich finde es sehr interessant, dass diese Ebene, in der man sich befindet, wo nichts ist, hat ja einen Namen. Also warum hat GF diesem Bereich einen Namen gegeben? Wenn man da gar nicht hin kann. Sogar mit Animation, dass oben der Bereich aufploppt. Also es ist halt hinterlegt. Hätte man kurz vor dem Cut speichern können? Nein, das habe ich vorgestern gemacht. Im Stream kannst du dir anschauen. Und jedes Mal, wenn du ein... Okay, pass auf. Ich finde es nämlich super interessant. Hallo Phil. Das Spiel funktioniert so, dass... Also durch den Glitch ist die ganze Karte durcheinander. Weil das Spiel nicht mehr die Karte laden kann. Deswegen sind wir auch im Dunkeln und sowas. Und wir
bewegen uns quasi im Dunkeln, aber sogar noch mehr. Da, wo wir sind, sind wir gar nicht wirklich. Wir bewegen uns quasi auf einer Ebene, die nicht existiert. Und jedes Mal, wenn wir ein Menü aufrufen, wird die Karte wieder resettet und sie ist an der Stelle, wo sie wirklich ist. Also sagen wir, du hast ein Schachbrettmuster an Karten, aber die sind komplett durcheinander und jedes Mal, wenn du ein Menü aufrufst, sind die Karten wieder da, wo sie hingehören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn ich da jetzt gespeichert hätte, was ich vorgestern gemacht habe, weil ich mir dachte, hey, speichere ich doch einfach hier, dann habe ich diesen Speicherpunkt, wo ich immer wieder zurück kann, resettest du die Karte. Und ich war auf einmal dann irgendwo, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist immer noch an der gleichen Stelle, aber die Karte unter dir bewegt sich. Also jedes Mal, wenn wir die Karte aufrufen, den Pokédex aufrufen, das Spiel resetten, wir bewegen uns nicht, aber die Karte unter uns bewegt sich woanders hin. Deswegen, als wir im Pokémon Center waren, haben wir den Pokédex aufgerufen, auf einmal war das Pokémon Center weg, weil das Pokémon Center da nie war. Deswegen nein, du darfst da nicht einfach speichern. Wenn ich da gespeichert hätte, wäre dieser Speicherstand kaputt. Weil ich würde nie wieder aus der Void rauskommen. Ich wäre für immer in diesem schwarzen Loch drin und könnte mich nicht bewegen. Und das war schlimm. So, 2, 5, 6 runter. Zwei, fünf, sechs runter, sechs, vier links. Ist komischerweise auch immer an diesen Kanten. Sechs, vier links, 160 runter. Daran, dass man immer auf diesen Kanten endet, sieht man, dass man richtig ist. Oder halt, dass immer dann ein neuer Ort erscheint. 160 runter. Wieder 6, 4 links. Wir gehen wirklich so brup, brup, so eine Treppe runter. 6, 4 links. Und jetzt kommt die unfassbare Strecke von 1279 runter. Wie geht's euch? Hallo Farsky. Also wie Labyrinth, und wenn du durch die Tür gehst, ist das Art Reset wie Irrgarten in Zelda. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und es wäre wunderschön, davor speichern zu können, weil ich dann immer nur diesen Schritt machen müsste, den ich jetzt gerade gemacht habe. Aber wenn wir gegen Arceus verlieren oder irgendwas ist, müssen wir wieder da anfangen, keine Ahnung. Als wir im Pokémon Center waren vor 10 Minuten oder sowas. Wir müssen jedes Mal diesen Weg gehen. Gibt's den Glitch auch im Remake? Ja. Aber du brauchst die erste Version vom Remake. Und ich glaube nicht, dass die gleichen. Also der Glitch funktioniert nicht genauso. Aber es geht. Du kannst in die Void kommen. Deswegen ist der Speedrun von BDSP irgendwie eine Minute lang. Weil du dich direkt zu Cynthia glitchen kannst. Woran man sieht, wie dumm Ilka ist. Weil das alles wurde in Platin gefixt. Und BDSP ist ja ein Remake von Diamant und Perle. Das heißt, man sieht daran erst recht, wie dumm Ilka ist, dass sie einfach nicht den Patch reingetan haben, den Platin gekriegt hat, damit das nicht mehr möglich ist. Aber sie haben einfach 1:1 den Code genommen aus Diamant und Perle, inklusive diesem Fehler, dass das geht. Weil der Fehler ist auch noch. Der Fehler ist ziemlich gravierend und einfach auszuführen. Ich muss mit dem Fahrrad nur eine gewisse Bewegung schnell fahren. Was Leute bestimmt aus Zufall rausgefunden haben, weil man halt diese Bewegung aus Versehen machen könnte. 1, 2, 7, 9.
Okay. Hoffentlich stimmt das. 1, 2, 7, 9. 9, 6 links. Und dann haben wir's. Und dann wird's erst richtig spannend. 9, 6 links. Jetzt sehen wir, ob wir richtig sind. 9, 6 links. Okay, wir stehen jetzt hier zwischen einer, also zwischen zwei Entscheidungen. Nicht wirklich, weil wir können beides machen. Wir können 3 runtergehen und dann finden wir ein Arceus auf diesen Stufen. Also das, was man auch mit der Flöte kriegt. Wir sind jetzt quasi ein Feld über der Halle des Beginns. Und dadurch, dass wir aber eigentlich im Park der Freunde sind, können wir Arceus triggern, weil wir den Park verlassen und dann in Arceus reinlaufen. Wenn wir 3 runtergehen, sind wir in der Halle des Beginns. Wenn wir 2 runtergehen, sind wir auch in der Halle des Beginns. Aber die Animation, Arceus anzutreffen, geht 3 Schritte nach oben, weswegen wir 3 Schritte rausgehen aus der Halle des Beginns und in der mysteriösen Zone sind und dann Arceus in der mysteriösen Zone fangen, weil wir eben durch die Animation rausgedrückt werden aus der Halle des Beginns. Es gibt auch eine andere Route, da wird man auf eine andere Seite gedrückt und man ist in Jubelstadt und dann fängt man Arceus in Jubelstadt. Das geht auch, aber das machen wir hier gerade nicht, wir machen mysteriöse Zone. Also wir holen uns jetzt das hier. Das habe ich schon geholt mit 3 Meisterbällen, das benutzen wir, um später die 3 Eier uns zu holen in HGSS. Aber ich hole mir jetzt das hier. Und wir sehen, ob wir richtig stehen. Ach Gott. Wenn ich jetzt 2 Schritte runtergehe. 1, Halle des Beginns. Wir sind richtig. Ich bin aus Versehen 3 runtergegangen. Fuck. Sollte trotzdem okay sein. Hier drücke ich jetzt auf Schluss. Und wir hören schon an der Musik, dass es spannend ist. Und ihr seht, ich kann auf Pokémon. Aber ich traue mich jetzt nicht, da drauf zu gehen. Ich kann auf Pokémon. Ah doch, ich kann mein Team ändern, die Reihenfolge. Das ging. Aber ich kann keine. Meine Pokémon kann ich nicht heilen. Ich kann nicht speichern. Ich muss dieses Arceus jetzt im Pokéball fangen, ohne davor, danach speichern zu können, ohne mein Team heilen zu können. Ich kann mein Team nur im Kampf heilen. Und ich habe nur 6 Bälle. Nein, Schmarrn. Das wäre aber geil. Wenn ich Freundesbälle hätte, wäre geil, weil die sind wie Meisterbälle. Ich hätte auch Meisterbälle. Nee, wir müssen es ja im Pokéball machen. Okay. Okay, das geht schon. Wir machen einfach Hypnose und das Ding bleibt drin. Wir brauchen ihm nicht wehtun, weil es kann Genesung. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt die Animation. Arceus kommt vor uns runter, wir gehen 3 nach oben. Und wir befinden uns in der mysteriösen Zone, wo wir jetzt gegen Arceus kämpfen. Und somit fangen wir es in der mysteriösen Zone. Also können wir es übertragen nach Home und Bank. Weil es so programmiert ist, dass es nur vorkommen kann in der Halle des Beginns. Das heißt, wenn es nicht in der Halle des Beginns ist, ist es legit, man kann es übertragen. Game Freak hat halt keine Ahnung. Es ist doch, dass man in BDSP Arceus fangen kann, jederzeit, wenn man PLA durchgespielt hat. Ja. Ich wünschte, ich hätte einen Kapilz mit Pilzspore. Okay. Ich könnte auch Doppelteam machen. 3 Doppelteam reicht, oder? Ist Doppelteam... Nee, ich müsste 6 Doppelteam machen. Ich denke mal, wenn ich Doppelteam mache, dann stirbt mein Gengar nicht so schnell. Ich müsste es 6-mal machen, oder? Komm, wir machen Doppelteam. 6-mal Doppelteam. Oder zuerst Hypnose und dann Doppelteam, während es schläft. Komm, bitte funktionier. Please, mach dein Nickerchen. Meine Pokémon gehorchen mir nicht. Ich habe was vergessen. Blöde Frage, aber wie ist das mit dem Gehorchen? Ja, da war was. Hey, das macht nichts. Wir haben noch andere Pokémon dabei, die tatsächlich mir gehören. Die können nur keine Hypnose.
Ich mache jetzt nicht 8 Orden. Das habe ich mir gerade gedacht. Ich weiß, du hast es geschrieben. Sehr gut vorbereitet. Ey, ich habe die alle auf Level 100 gecheatet. Ich bin voll gut vorbereitet. Ich habe mir nur nicht 8 Orden gegeben. Macht nichts. Mir gehören, die anderen Pokémon gehören mir. Das ist ja nur rübergetauscht worden, damit ich Hypnose einsetzen kann. Aber... ich weiß nicht mal, also Staraptor gehört mir safe. Kann ich hier im Bericht nachschauen, welche mir gehören? Cool, das steht nirgends. Das steht nicht, ob die mir gehören. Oh Gott, in dem Bericht steht die OT nicht. Aber gestern mit Level 80 hat das alles super funktioniert. Konnte ich deswegen nicht flüchten gescheit, weil die einem nicht gehorchen? Kann es sein, dass die nicht gescheit flüchten können, wenn die einem nicht gehorchen? Vielleicht lag es ja darin. Okay, wir müssen da jetzt durch. Leider werde ich nie aufwachen, solange ich nicht versuche anzugreifen, gell? Das heißt, ich kann jetzt Pokébälle schmeißen ohne Ende. Ich würde niemals aufwachen. Ich schmeiß trotzdem ohne Ende Pokébälle. Das ist, finde ich, besser, als jetzt zu hoffen, dass Gengar aufwacht. Let's go. Schauen wir noch kurz nach der Wahrscheinlichkeit. Wir können eine Vorhersage machen, wenn ihr wollt. Happens 0 bis 50. 51 bis 100. Also 1 bis 50. 51 bis 100. 101 bis 150. Über 150. Wo ist es hier? Catchrate Calculator. Arceus. Level 80. 100 HP left. Pokéball 0,4%. Easy. 0,4%. Wartet, ich mache noch schnell meinen Counter an. Wo ist mein Counter? Pokéball Counter. Moment. Hallo? Da. Okay. Komma 4, easy first ball. Wenn du die schon auf Level 100 machst, wieso dann nicht direkt eins mit Hypnose? Du meinst mit... Achso, die anderen? Ja, weil ich nicht komplett übertreiben wollte. Ich wollte mir keine unlogischen Pokémon jetzt geben. Das sind ja tatsächlich meine. Ich habe halt nur die aufgelevelt. Arceus wird Darkrai's Rekord brechen. Du bist bei 4383. Läuft, kannst. Okay. Habt ihr alle abgestimmt? Habt ihr das mitgekriegt? Ihr habt alle keine Punkte verschwenden wollen. Nummer 1. Läuft. Fast. Shit vergessen. Ich hab's doch gesagt. Nummer 2. Die Musik wird mich bald aufregen. Ey, wir haben schon einen Wiggle gekriegt beim zweiten Ball. Das ist nicht schlecht. Kann es sein, dass es irgendwie langsamer ist als sonst? Schau mal, Arceus hat halt nur 2 Angriffsattacken. Das ist komplett random. Oh, Seiya hat jetzt schon getroffen. Wie stark ist Seiya, wenn ich Level 100 bin? Oh, es geht. Okay. 3. Du glaubst 28. Warum hast du nicht abgestimmt? Keiner von euch hat abgestimmt. 3. War das Spiel schon immer so langsam? 4.
sagst beim siebten Mal. Soll ich dir vorlesen, was statistisch gesehen das Wahrscheinlichste ist? Nach 719 Bällen liegt die Wahrscheinlichkeit von bei 95%, dass es drin bleibt. 700 Bälle. Und du sagst 7? Du sagst 36. Willst du es nicht vorher schwächen? Wie soll ich schwächen? Mit meinem Shadow Ball? Mit meinem schlafenden Gengar? Ich wusste gar nicht, dass Seher in Gen 4 noch typenlos war. Ist es typenlos? Seher ist doch Psycho. Ach so, weil es nicht sehr effektiv war, stimmt. Ach, wegen Gift? Ah. Sehr ist Psycho, ja. Alter, zwei Wiggle haben wir schon gekriegt. Hohoho. Also ich brauche noch nicht mal Doppelteam machen. Okay, das merken wir uns, falls wir flüchten müssen. Leo, wieso hast du mich getimeoutet? Weil du mich genervt hast. Wir sind an der wichtigsten Stelle und du mutest mich? Was soll denn das? Das machst du immer. Also, natürlich timeout ich dich als Strafe. Große Strafe. Ich kann es paralysieren. Mein Luxra hat, glaube ich, Funkensprung, ja. Ich gucke gerade, ob Paralyse überhaupt was bringen würde. Paralyse bringt nichts in Gen 4. Gen 4, wir sind in Gen 4, ja. Paralyse würde nichts bringen. Anscheinend, was krass ist. Paralyse bringt... Ja, Paralyse bringt erst was, wenn das Arceus im gelben Bereich ist. Im grünen Bereich anscheinend würde Paralyse rein gar nichts bringen. Außer, dass es natürlich manchmal vielleicht nicht angreift. Hallo, Aking. Ich paralysiere immer alles. Das bringt auch in den meisten Spielen was, aber in den ersten Gens bringt es nichts. In Gen 1 und Gen 2 bringt es zum Beispiel gar nichts, glaube ich. In Gen 3 bringt es dann was, aber ich glaube erst im gelben Bereich. Und ab Gen 5 ist es, glaube ich, so, wie wir es heute kennen. Denkst du gerade Gott? Ja. Ja. Wie viele Pokebälle hatte ich? Ich glaube 521. Ich werde mich sicher verzählen. Geh einfach auf die Website Pictolator und schau, wie viel es kostet. Ich habe, glaube ich, an die 300 gezahlt. Aber geh einfach auf die Website. Wie heißt's? Merki. M-E-R-K-I. Können wir Arceus eine andere Musik geben? Kann ich einen Glitch machen, dass Arceus eine andere Musik hat? Ist die Musik immer so gewesen? War die nicht viel cooler? Guck mal, er setzt Hyperstrahl ein. Gott ist so blöd. Die Wackler der Pokebälle sagt aus, wie nah man dran ist, ja. Da gibt es einen kompletten Bericht auf Bulbapedia zu. Ich glaube sogar auf der Seite, wo ich da gerade geguckt habe.
Da gibt es einen kompletten Bericht, wie der Algorithmus oder wie die Rechnung funktioniert, was welcher Wiggle aussagt. Also es ist wirklich so, wenn es dreimal wackelt und trotzdem ausbricht, dann war es krank knapp. Wurde das nicht widerlegt mittlerweile? Kann sein, dass es inzwischen so ist, aber ich habe, als ich für Gen 3 und Gen 4 nachgeforscht habe, immer konnte man immer diese Formel sich anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass es heute komplett random ist. Hast du es aus der Void geschafft, ohne neu zu starten? Ja, ich musste nur meinen Speicherstand in PK-Hex laden und meine Koordinaten ändern. Hab's. Und wie viel kostet es heute? Uff. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch so viel damals gezahlt. Ich weiß es nicht mehr. Sollen wir die Musik ändern? Aber wir brauchen das Klickgeräusch. Ich brauche diesen Ball. Klick. Großes Off, ich überlege mir das nochmal. Für den Preis kann man sich fast welche kaufen, die eine haben, glaube ich. Okay, ist jetzt die Frage, ob wir Gengar heilen oder ob wir einfach was anderes nehmen. Die anderen können halt von Hyperstrahl getroffen werden. Aber der kann eh bald keinen Hyperstrahl machen. Ich glaube, der kann fünfmal Hyperstrahl machen. Ich kämpfe mal weiter. Dann haben wir wenigstens noch ein schönes Piepen im Hintergrund. Was für eine Seite geht es? Weiß ich nicht, was du meinst. Wir haben um einige Sachen geredet. 19. Hallo Henriette. Vielleicht kommt hier irgendwann ein NDS-Operator. Das dauert noch so ein Jahrzehnt, aber dann. Die sind erstmal dran am NES-Operator und SNES-Operator. DS ist noch nicht wirklich Retro. Aber irgendwann bestimmt. Was kostet 339, eine Capture-Card in dein DS einzubauen? Kannst du meinen Gengar umbringen? Das Piepen nervt. Nee, hast du nicht, Henriette? Alles gut? Ich habe mich schon immer gefragt, warum das nicht geht. Ich dachte immer, ihr seht die animiert. Weil ich kann ja meine eigenen Emotes nicht mal einsetzen auf Discord, weil ich kein Discord Nitro habe. Das ist so ein Quatsch. Ich muss auf meinem eigenen Discord Geld Discord geben, um meine eigenen Emotes einzusetzen. Deswegen dachte ich, ihr seht die ganze Zeit animiert und ich nur nicht. Aber die anderen von Better Twitch TV seht ihr animiert, oder? Ja, die sehe ich auch nicht animiert. Egal. Discord ist, so wie vieles, immer monetarisierter und wollen immer mehr Geld. Ich musste auch voll viel ändern bei... Ich habe viele Mechanismen auf If This Then That. Und die haben jetzt auch eingestellt, dass man so gut wie für alles zahlen muss. Alle brauchen so Geld. Super, dass ich das hier alles zufällig erfahre. Kannst du einfach fragen. Wir werden bestimmt gleich Glück haben. Beziehungsweise ich werde meinen Gengar wiederbeleben. Ach, Ruhe. Und dann
Ich weiß halt nicht, ob ich es paralysieren soll. Wenn, dann soll es eigentlich schlafen. Knackrack hält am längsten aus, glaube ich. So geil. Ich hätte auch einfach Hyperheiler machen können auf Gengar. Geil, wir müssen ja auch mal ein paar Bälle schmeißen. Okay, dann heile ich jetzt noch Gengar und dann schmeiße ich nochmal ein paar Bälle. Dann probieren wir Hypnose. Gar keine Ahnung, wie es in Gen 5 klingt, wenn man drauf geht. Komm, Gengar. Gengar wird jetzt anstatt Hypnose einfach Psychokinese machen und Arceus umbringen. Ich sehe es kommen. Der sagt jetzt, oh nee, ich mach Psychokinese und bringt Arceus um. Passt auf, schaut zu. Ich setze Hypnose ein. Nice, hat gehorchen. Arceus ist eingeschlafen. Okay, okay. Jetzt sind wir schon bei 0,8%, dass es drin bleibt. 28. Wie die Musik aufhört, extra. Ich hab hier einen Spirit für Sandwichkatze. Du bist ein Geist. Ein Zwirrfinst. Reviersteiger, hallo. Reviersteiger, dankeschön. Ich weiß, ich habe kürzlich erst die 39 Monate ausgelöst, aber wenn schon die 40 voll sind, lasse ich dich gleich mit einem herzlichen Glück auf wissen, dass sie voll sind. Setz mich in den Lurk und fiebere mit, dass es im Pokéball bleibt. Viel Glück. Lieber Reviersteiger, vielen, vielen Dank. Und Phil, dankeschön für 5 Subs. Hier, 5 Subs, dankeschön. Habe ich gedrückt? Ja, 33. 34. Hallo Grantik. Wir hatten einmal bisher einen mit 2 Wiggles, oder? Ich würde hier Musik anmachen, aber ich will das Klicken hören. Das ist so ein geiles Geräusch einfach, wenn dieser Ball klickt. Aber es ist aufgewacht, fällt mir gerade auf. Ups. Sollen wir wieder Hypnose machen und die Gefahr eingehen? Komm, wir gehen die Gefahr ein. Ungehorsam. Okay. Das ist okay. Du sollst nur nicht Psychokinese einsetzen. Aber ich glaube, würde Psychokinese Arceus umbringen? Ich glaube nicht. Zumindest nicht eins. Das hat sich vor Verwirrung selbst verlässt. Willst du es auf 100% haben? Wie meinst du, willst du es auf 100% haben? Es hat Genesung. Es bringt nichts, wenn ich ihm weh tue. Team. Arceus setzt Verzweifler ein. Ich
Ich weiß nicht, was passiert, wenn Arceus stirbt. Ich glaube, es ist egal, weil wir können es fangen und wir finden es wieder. Also warum sollten wir es nicht wieder finden, wenn es stirbt? Es kommt auch aufs Gleiche raus. Das Ergebnis ist das Gleiche, es ist weg. Also ich glaube, wir können es einfach draufgehen lassen. Wir können es einfach dann nochmal finden. Ich mach das jetzt. Ah, du bist der Ferrero. Du hast einen schweren Bruch im Handgelenk. Wie willst du jetzt zocken, Mark? Sport ist Mord. Wie willst du jetzt zocken? Hypnose? Hypnose? Schade. Warum soll ich Hypnose machen? Das Ding bringt sich gerade um. Einer geht noch, komm. Einer geht noch. Wir sind trotzdem, glaube ich, bei 0,8% jetzt, wegen dem roten Bereich. Hallo Azrael. Schade. Und jetzt hoffen wir, dass es noch da ist. Aber es sollte da sein. Yay! Arceus verschwand. 1, 2. Oh Mann. Warum? Hier, muss ich richtig sein. Schluss. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Da bist du ja wieder. Als wäre dir nichts passiert. Arceus ist das so. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Ich bin gerade gestorben, warum bin ich wieder hier? Wir spielen mit Gott. Gott ist unser Spielzeug. Komm. Schade. Original Mordschau muss in den Freundesball. Nicht in den hässlichen Finsterball, was? Sag 7 Versuche. Nee, hier wird nichts resettet. Arceus wurde resettet. Gleich ist es das Gen 4 Random Shiny. Dann würde ich so ausflippen, weil ich es dann nicht übertragen kann. Und ich wäre sauer, weil ich keinen Meisterball dabei hätte. Hallo Carmine. Ich frage mich, ob das daran lag. Aber Arceus ist sackenschnell. Ich dachte schon, dass mein Level 80 Staraptor und Knackrack schneller sind als ein Arceus. Aber vielleicht lag es daran, dass sie mir nicht gehorchen. Aber Staraptor hätte mir echt gehorchen sollen. Please, macht ein Nickerchen. Okay. Komm, wir müssen Pokebälle schmeißen. Was wäre denn noch... Also ich mache das alles nicht nochmal jetzt. Ich werde jetzt hier so lange schmeißen, bis es drin bleibt. Aber was wäre denn das perfekte Fang-Pokémon in diesem Spiel? Weil in Gen 4 kann man nicht wirklich einen Kapilz haben, man kann kein Parasect haben, man kann keine Pilz... Wie heißt es? Man kann keine, Pilzspore haben. Spielst du eigentlich auf dem DS? Ja. Deins kommt bald, Rarot. Smeargle, aber Smeargle muss man so krass... Warum Ninja-Turm? Fabigel muss man so krass herrichten. Und du kriegst Pilzspore nicht auf Fabigel drauf. Galagladi kann auch keine Pilzspore.
Bisher ist Gengar besser als alles, was ihr sagt. Außer, dass Gengar kein Trugschlag kann, aber Trugschlag ist gerade, also bei Arceus zumindest, irrelevant. Aber Hypnose ist kacke. Pilzspore brauchen wir. Pilzspore trifft nie. Da ist sogar Todeskuss besser von Rosana. Scope-Linse. Das macht 5%. Oh! Ah, 2. War wieder 2. Sengo, Trugschlag, Donnerwelle, Doppelteam. Würde mir bei Arceus 0,0 bringen. Genau, mehr als unter 50% braucht man eh nicht. Aber Arceus kann Genesung. Man müsste halt dann immer wieder Superzahn machen. Ist halt nervig. Du hast vorhin von PKX gesprochen und sagst jetzt, dass du Fabigel so krass herrichten musst. Ich habe nur Level abgemacht. Ich habe nur das gemacht, was mir einfach Zeit erspart hätte, von wegen 20 Level selber zu leveln. Oder Sonderbonbons finden oder was auch immer. Ich habe keins der Pokémon irgendwie anderweitig verändert oder Attacken gegeben, die sie nicht haben könnten. Ich hätte mir natürlich einfach ein Kapilz geben können, das Pilzspore kann. Yay! Ich bin bei den Pokémon geblieben, die ich seit der ersten Sekunde in Platin habe. Oder nicht der erste Sekunde, aber die ich in Platin im ersten Spieldurchgang gefangen habe. Da ist immer noch das gleiche Gengar, mit dem wir alle Legis gefangen haben im Spiel. Der dritte Zweierwiegel. Was können Sie da gemeint haben mit Get Ready Trainers? Nix. Ich finde es immer Quatsch, da irgendwas rein zu interpretieren in irgendwelchen Tweets, die Pokémon macht. Natürlich, manchmal hat sich bewiesen, dass sie irgendein Easter Egg gemacht haben oder dass sie halt irgendwie was angekündigt haben. Aber wenn du alle Tweets nimmst, die ständig machen, täglich, dann sind nicht mal 1% wahrscheinlich, haben irgendeine Botschaft drin. Nicht mal 1%. Warum sollte jetzt schon wieder was für Mewtwo kommen? Außerdem, wann wäre gestern was gekommen? Der Geburtstag ist schon wieder vorbei. Du hast den Gen 3 und Fabigel mit Pilzspore, Superzahn, Horrorblick und Trugschlag gemacht? Du solltest die Videos machen. Ich gehe immer mit meinem random Pokémon da rein. Aber in Gen 3 ist es doch auch sauschwer. Mit Fabigel, Pilzspore, wobei da kann das Kapilz, ne? Kapilz ist aus Gen 3. Dann hast du es hochgetradet. Ja, das würde ich nicht machen. Ich habe jedes Mal bei einer neuen Gen habe ich immer von 0 gestartet. Und nichts mitgenommen von davor. 3. 4! Oh mein Gott!
Nummer 61. Mann, war das einfach. Ich habe komplett übertrieben mit meinen Pokémon. Ich hätte die gar nicht auf 100 bringen müssen. Ah. Spitzname? Nein. Sagte doch 7 Versuche. Ja, wer hat jetzt von euch gewonnen? Die paar wenigen, die mitgemacht haben? Ich glaube, 2 ist es, oder? Vision zum Beispiel gewinnt. Okay. Ah, ich kann nichts gerade machen. Wir müssen. Okay, wir müssen uns jetzt konzentrieren, denn ich kann immer noch nicht speichern. Ich muss jetzt hier wieder rausfinden. Und das ist ein relativ langer Weg wieder. Puh, okay. Ich muss die Musik anlassen, weil ich muss hören, wie ich mich bewege. Okay, wir haben es gleich geschafft. Das ging schneller, als ich dachte. Ich dachte, ich brauche da mindestens 100 Bälle. Und das sogar ohne. Es war 0,4% einfach. 0,4, sonst nix. Und deswegen braucht man überhaupt kein Verbiegel. Weil irgendwie bleibt doch alles drin. Okay. Auf dem Blatt Papier ist das, glaube ich, das Schwerste zu fangen, weil du halt nicht speichern kannst. Shiny Girly Tina? Achso. Nein. Okay, Achtung, warte. Glitch-Korrektur. Ich muss nicht 2 runtergehen. Ne, ich muss nicht 2 runtergehen. Ich habe den Schritt vollendet. Aufgeben, Arceus. Und wenn ich es wiederholen will, einfach wiederholen. Das heißt, ich muss jetzt genau hier weitermachen. Das ist nämlich wichtig. Weil wenn man das andere macht, muss man immer eins runtergehen, bevor man weitermacht. Das muss ich aber hier nicht machen. Okay. Vorsicht jetzt, Vorsicht. Ich darf nichts falsch machen, sonst muss ich alles nochmal machen. 6, 5 nach rechts. Ich mach die Zahl weg, die irritiert mich sonst. 6, 5 nach rechts. Ach je, meine. 6, 5 nach rechts. Wie geht das nochmal? So. Wir gehen jetzt den gleichen Weg wieder zurück, den wir hergegangen sind, nur mit irgendwie einer Zahl immer Unterschied. Also wir sind hingegangen 1, 2, 7, 9. Jetzt gehen wir wieder hoch 1, 2, 8, 0. 1, 2, 8, 0. Wieso Verbiegel? Einfach Glück haben, genau. Nee, mit einem Verbiegel wäre es schon einfacher gewesen. Ich habe auch gehofft, dass du 100 plus Bälle gebraucht hättest. Tja. Wir sind von Glück gesegnet. Arceus hat unseren Skill gesehen. Und nur so kriegt man einen Arceus im Pokéball in Gen 4. Das einzige andere Arceus, das man kriegt im Pokéball, wäre BDSP. Aber das ist Gen 8. Cool. Cool. 1280. Eins, zwei, acht, null. So, 1280. Eins, zwei, acht, null. 6, 4 nach rechts. Hoch. Was auch immer da für eine komische Stelle gerade war mit dieser Lichtung. 160 hoch. Jetzt sind wir in Jubelstadt TV. 160 hoch. 6, 4 nach rechts. Wir haben es gleich.
Aber hier ist Jubelstadt gewesen und wir gehen nach rechts und jetzt schaut, wo wir gleich sind. 6-4 nach rechts, 2-2-4 hoch. Was ist passiert? Ich habe Arceus gefangen, jetzt muss ich wieder zurückgehen, ohne Fehler. Und zwar alles umsonst. 2-2-4. 2-2-4. Und jetzt 2-2-4 rechts. Sehr viel rechts, 3-2 hoch und dann war's es. Guck, wie sich jetzt alles ändert. 3-2 hoch. Park der Freunde. Mann, das war ein ganz schöner Ausflug im Park der Freunde, oder? Wir waren da, hatten Spaß, haben Freunde gefunden, haben keine Pokémon gefangen. Gar keine Pokémon gefangen. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Wir haben nichts gefangen. Wir haben nichts gefangen. Da steht Vorrat 6 Bälle. Gehen wir doch einfach aus dem Park wieder raus. Hallo. Dankeschön, tschüss. Oh, ich komme. Okay, ist okay. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht rein. So, und um alles zu korrigieren, um alles rückgängig zu machen, um das Tweaking auch wieder wegzumachen. Wobei, Tweaking ist, glaube ich, weg. Aber um alles wirklich rückgängig zu machen, müssen wir jetzt ins GWS. Müssen einmal kurz mit ihr reden. Aber können Nein sagen. Gehen wir raus. Und alles ist okay. Wir überprüfen kurz, ob alles okay ist, indem wir ins Pokémon Center gehen. Solange wir nicht rausglitschen, ist alles okay. Jawohl! Und das war's. Jetzt haben wir ein Arceus im Pokéball gefangen. Ich speichere. And we did it! Ah, ist das einfach. Es war nur ein bisschen peinlich, dass mir Gengar nicht gehorchen hat. Gehorcht hat. Das war ein bisschen peinlich. Aber nur ein bisschen peinlich. Tu es nochmal. Ich habe das jetzt schon dreimal gemacht. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Und da ist es. Arceus Level 80 im Pokéball OT Leo Pokédex Nummer Fragezeichen. Natürlich. Ist es Fragezeichen eigentlich, weil ich den nationalen Dex nicht habe? Wahrscheinlich. Zaghaft aus der mysteriösen Zone am 7. Februar 2024. Liebt Kämpfe, ist alles. 204 Init. Ja. Krass, das heißt, Luxtra wäre immer noch zu langsam gewesen. Kein Ribbon? Das ist traurig. Genau an meinem Geburtstag. Hast du heute Geburtstag, die Murmel? Willst du uns unterschwellig sagen, dass du Geburtstag hast? Happy Birthday! Ich habe aus Versehen die Worte in deine Aufnahme gelöscht. Bitte? Ganz unterschwellig natürlich. Happy Birthday. Okay, und jetzt probieren wir, was ich auch noch nie gemacht habe. Wir holen uns die drei Eier. Warte, ich gehe mal hier raus, die Musik, ey. Besser. Können wir nur überlegen,
wie ich das mache. Zählen die drei Eier zum Living Home Decks? Nein. Wieso sollten die das? Das sind Dialga, Palkia und Giratina. Okay, habe ich irgendwas, was ich noch rüber tun will? Ich kann ja einfach drei jetzt tauschen, aber ich muss sie im Team haben, gell? Ich muss, wenn ich normal tausche, also nicht auf Gen 5 tausche, sondern ganz normal, muss ich die im Team haben, im Connex Club, ne? Und das sind die drei hier. Die drei tun wir jetzt rüber. Ich weiß allerdings nicht, ob... Kann ich drei drüben haben und mit den drei dann hinrennen? Oder muss ich das Schritt für Schritt machen? Also, realisiert der wirklich, dass ich drei verschiedene habe? Sie sind verschieden, sie haben verschiedene Stats. Okay. Das heißt, damit kann ich da in den Connex Club. Bevor wir aber in den Connex Club reingehen, müssen wir noch Heart Gold, Soul Silver spielen. Denn das habe ich nicht weit genug gespielt. Aber ich habe mir schon Verriegel ausgesucht. Man kann zwei pro Spielstand machen, mindestens. Weil da steht, man kann das machen mit Arceus. Aus... Also das Machina Arceus und das aus der Halle des Beginns. Ist halt die Frage, ob... das rein logisch ist, so von wegen, mit den zwei geht's, oder ob das wirklich nur heißt, die gibt einem nur zwei Eier. Das werden wir jetzt rausfinden. Oder müssen es tatsächlich drei verschiedene Arceus sein? Das werden wir jetzt sehen. Ansonsten fängt man halt einfach den Spielstand neu an und spielt bis zu den Ruinen. Das muss ich jetzt einmal in Soul Silver machen. Ich habe mir voll Riegel abgeholt, aber ich war noch nicht mal bei Mr. Pokémon. Nee, es ist nicht so weit, aber ich glaube 15 Minuten ist es schon. Ich hätte nicht ausschalten müssen, glaube ich. Okay. Fand es damals witzig, mit meinem Palkia, Dialga oder Giratina Jote unsicher zu machen. Ey, ich hätte es auch so cool gefunden, aber ich habe ja nie Heart Gold Soul Silver gespielt. Da war ich schon gar nicht mehr am Pokémon spielen, als das Remake rauskam. Da, 5 Minuten habe ich schon gespielt. Feurigel. Es sieht sogar shiny aus. Nee, dann wäre es braun. Ich kann doch nicht mal laufen. Okay. Ich muss kurz einmal auf die Toilette und bin gleich wieder da. Dann spielen wir das hier bis zu Incognito. Und dann sollte das funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt dreimal spielen oder zweimal spielen. Bin gleich wieder da. Wo ich noch was hatte? Schall? Was ist Schall? Hallo Husky. Juninari, hi. Ho-Oh war genau genommen kein Reset, weil es war random. Aber ich habe es halt versucht, den Pokéball zu fangen und es ist 16 Mal gestorben davor. Also 17. Ho-Oh war shiny. Moazan, dankeschön. Dankeschön für deinen ersten Sub. Können wir bitte, ich will laufen können.
Hey Marco. Ich dachte gerade, hä, als ob der Clip antwortet. Schon längst vorbei, bin schon längst wieder hier. Was machst du gerade? Wir spielen Soul Silver, um zu den Alfruinen zu kommen. Nee, wie heißen die? Sinjo-Ruinen zu kommen, um dort 3 legendäre Eier abzuholen. Ich glaube, ich muss nach rechts. Hallo Thorax. Wie meinst du das? Das Random Gen 4 Shiny könnte auch ein Uncatchable werden? Was meinst du? Kimi, danke schön. Dankeschön für 4 Monate Prime, Kimi. Ich meine, ich muss Pokémon fangen, um die Arceus überhaupt tauschen zu können. Okay, ich darf nicht vergessen, 3 Pokémon zu fangen. Die Murmel, dankeschön auch für deinen Prime. Du hast fast 10.000 gebraucht für Lugia und 20.000 für Ho-Oh. Imagine, wie das wohl wäre. Verstehe ich nicht. Oh, ich muss die Textgeschwindigkeit ändern, stimmt. Kann man zu dem nicht Nein sagen? Ich lese gerne Texte. Hier entlang. Dort wirst du viele Trainer geben. Ja. Haus von Mr. Pokémon. Ah. Da ist das Meer. Celebi waren 11.000. Celebi habe ich geschenkt gekriegt. So wie wir alle. Hast du den Voltage geschafft? Ja. Turbodrehter. Die sind auch warm vom Tragen. Ich bin durch die Void bis nach Johto gelaufen, genau. Muss ich gegen einen Trainer kämpfen? Ich glaube nicht. Ich habe noch ein Geschenk für dich hier in dem Pokécom. Dass man alles hier kriegt, ey. Und da ist dann wahrscheinlich auch das Handy drin, oder? Moment, hätte ich Pokébälle kaufen können jetzt schon? Oder lerne ich das noch? Hä, lerne ich das nicht? Ah ne, das lerne ich, nachdem ich beim Professor wieder war. Dann erst lerne ich Pokémon zu fangen, glaube ich. Oh mein Gott, ist das nervig. Die bewegen sich nicht mal. Man hat keine Bewegungsanimation in dem Spiel. Kam das erst mit Gen 5? Hä, haben die nicht in Gen 4 sich bewegt? Ja, doch, die haben sich doch so bewegt. Haben sie das in Soul Silver weggemacht? Was willst du denn jetzt? Gott. Anstatt die Spiele besser zu machen, haben sie sie nur noch langwieriger gemacht. Nee, ich weiß, dass das Spiel sehr viel besser ist. Aber der Typ kam im Original nicht raus. Der hat mich in Ruhe gelassen. Ist Animation aus? Dann zählen auch die Animationen dazu? Da zählen doch nur die... Ich dachte, da zählen nur die Angriffsanimationen dazu. Da zählt auch dazu, dass das Pokémon am Anfang sich kurz bewegt. Das ist ein bisschen übertrieben. Oh, ich muss nicht B gedrückt halten, wenn ich das Schul-Logo anschaue, anklicke. Okay.
Nee, dann ist das aus, klar, dann ist das aus wegen den Optionen. Wow. Das ist tatsächlich cool. Aber das ist doch keine Zeitverschwendung, wenn die die Animation machen. Na, vielleicht schon ein bisschen alt, habe ich ein Pech. Habt ihr das mal gemacht? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich habe zwar kurz auf PokeWiki geschaut und da stand einfach nur, dass man zu den Incognitus gehen soll und dann erscheint dort Cynthia und wird das Arceus, also wenn du Arceus hast, erscheint da Cynthia und wird dich zu der Ruine bringen und dort kannst du dir dann ein Ei aussuchen. Aber wo bei den Incognitos, wo ich da hin muss, keine Ahnung. Das ist eine Hütte. Okay. Ich habe gestern wieder 100 Entei Resets gemacht. Ich bin jetzt bei exakt 3000. 3000 Enteis. Was immer noch nicht die Hälfte ist. Let me out! Wie lange machst du schon Entei? Ja, seit 30 Resets. 3000 Resets, was 3000 Minuten sind. Mindestens. Aber ich weiß nicht, wann haben wir mit Entei angefangen? Es ist schon ein Jahr her. Ich glaube, Igelava ist schon ein Jahr her. Also wo ich Colosseum Shiny Hunt angefangen habe. Also kann man das ja nicht rechnen, wenn man einfach dann 5 Monate nichts macht. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich angefangen damit. Ich weiß auch nicht, wie viele 3000 Minuten sind. Sigelava hast du dann bekommen? Nee. Ich wollte zuerst anfangen mit Igelava. Das hast du nicht mitgekriegt? Ich wollte anfangen mit Igelava und habe so ungefähr 500, ich weiß es nicht mehr, 500 Igelava Resets gemacht. Oh nein. Oh Gott, werde ich den jetzt überhaupt besiegen? Ich glaube, ich muss ihn aber nicht besiegen, oder? Wenn ich sogar hier verliere, bin ich dann nicht wieder bei meiner Mama? Geht es nicht sogar schneller? Ich habe Igelava angefangen zu resetten. Nur um dann nach so 400, 500 Resets festzustellen, dass ich immer das gleiche Igelava anschaue. Da gibt es ja sehr komplexe Regeln beim Shiny Hunt in Colosseum und ich habe eine winzige Regel nicht beachtet. Und dadurch habe ich mir immer wieder das gleiche Igelava angeschaut. Das ist mir dann aufgefallen, habe ich gesagt, okay, fuck it, wir machen Entei. Wir haben einen neuen Speicherstand gestartet und mit Entei angefangen. Was für ein schlechter Rivale. Aber ich mag den Rivalen, weil er tatsächlich böse ist. Sei mal ein Verbrecher. So ein richtiger Verbrecher einfach. Jetzt muss ich ihm einen Namen geben. Ne? Ich muss dem doch einen Namen geben jetzt. Bei der Polizei gebe ich ihm einen Namen, genau. Nein!
Und dann muss ich einfach nur wieder da hoch. Kann ich jetzt schon irgendwie Schutz kaufen? Oh mein Gott, das Spiel übertreibt aber hier mit wilden Encountern. Ich muss dann einfach nur hoch und dann bin ich in der nächsten Stadt und dann muss ich eigentlich nur nach links und dann sollten da schon die Ruinen kommen. Habe ich den Catch verpasst? Yes. By the way, wenn Leute in dem Spiel Manaphy machen, müssen die erst so weit spielen, bis die überhaupt Pokémon fangen können. Ja, hier geht es. Hier dauert es lang. Aber ich weiß nicht, die wilden Pokémon nerven halt hier. Dafür sind in Gen 4, glaube ich, mehr Dialoge. Also... ich weiß gar nicht, geht's im anderen, geht's in Diamant und Perle wirklich schneller? Diamant und Perle deutlich schneller. Okay. Warum sollte man aber hier Manaphy machen wollen? Wenn man nur das Spiel hat. Dankeschön, Lennart. Da kommt man in knapp über 10 Minuten zum Tausch. Aber so lange sind wir jetzt hier auch noch. Vielleicht. Muss ich jetzt noch zu Mama? Alter, redet er viel. Alter, redest du viel. Hör dich auf zu reden. Ah. Mutter. Mutter reden. Sinnoh Manaphy ist doch auch der coolere Titel. Stimmt, es kriegt dann die Region, wo es ausschlüpft. Was ist die Challenge gerade? Keine Challenge. Wir werden 3 legendäre Pokémon aus einem Ei kriegen. Das ist die Challenge. Bye, Mami. Okay, jetzt schaue ich mal. Okay, jetzt bringst du mir Fang bei, genau. Und dann fangen wir 3 Mons. Hoffen, dass wir dabei nicht draufgehen. Moment, hat mich meine Mutter nicht gerade geheilt? Die muss mich doch gerade geheilt haben. Demon King, deswegen, da haben wir doch gerade drüber geredet. Ja, du kannst es in allen Gen 4 Spielen machen. Wie du auch meinem tollen 40 Minuten Video entnehmen kannst über den Transfer. Das kannst du in allen 5 Spielen machen. Aber in HGSS dauert es sehr viel länger. Weil du jedes Mal bis dahin spielen musst, bis du Pokémon tauschen kannst. Wann machst du eigentlich wieder Shiny Hunt? Ich mach jeden Tag Shiny Hunt. Du bist nur nicht da, wenn ich's mache. Und wärst du weiblich, hätte dir sofort gezeigt, wie es geht? Ernsthaft? Nein. Wirklich? Ey, jetzt kriege ich aber auch das Radfratz. Gib her. Ja, doch. Was hätte er mir sofort gezeigt, wenn es geht? Wie? Was? Wenn ich weiblich bin, zeigt er mir was sofort? Riegel ist einfach tot. Mama! Der weibliche Char in DPP hat auch weniger Text bis zum Tauschen. Hast du heute auch schon? Nö. Ich will kein... Ich will... heil mich! Heilt ihr mich nicht? Meine Mutter heilt mich nicht. Seit wann ist das denn so? Kann ich mich hier heilen? Ah!
HGSS stinkt. Warum sagen alle, dass es so gut ist? Wie man Pokémon fängt, ohne dass du es vorher nicht sehen kannst. Lennart, du musst es genau erklären. Ich weiß es nicht. Hast du dem Prof nicht zugehört? Nein! Achso, soll ich bei dem Prof mich heilen? Ah, stimmt, beim Prof kann ich mich heilen. Warum sollte man mit einem weiblichen Charakter schneller fangen können? Wann machst du, oh je, sorry für die vielen Fragen. Mark, ich mach, was ich höre auf zu fragen. Eins. Dann gehe ich halt zum Professor. Mama sollte mich immer heilen können. Ging das in Gen 2 auch schon nicht? In jeder Gen kann meine Mutter mich heilen. Okay, ich gehe jetzt durch und fange noch zwei. Dann tausche ich die zwei Arceus rüber und dann gehen wir zu drei Arceus. Dann gehen wir zu den Ruinen. Vielleicht kann ich ja schon Schutz kaufen, ich glaube aber nicht. Wieso? Wieso? Hallo Olopoto. Wieso? Es geht in dem Haus nur ums Geld. Im Elternhaus geht's nur ums Geld. Schon frech. So, die Basics der Pokémon-Welt in Gen 2 schon auf den Kopf gestellt. Ich brauche Schutz. Ich kaufe mir keine Bälle, ich kaufe mir keine Tränke, ich kaufe mir Schutz. Ah! Ich lerne jetzt ganz schnell RNG-Manipulation, um keine wilden Pokémons anzutreffen. Okay, ich muss trotzdem noch eins fangen. Und ab jetzt kann ich doch tauschen, oder? Ich glaube, sobald ich wirklich eins gefangen habe, kann ich tauschen. Existiert hier Schutz in eurem Laden? Nein, natürlich nicht. Gehen direkt weiter. Problem könnte sein, jetzt mit einem komplett untrainierten Feuerriegel den ersten Kampf zu schaffen. Oh nein. Ich habe ja meine Armee an drei starken Pokémon dabei. Und danach habe ich meine Armee an Level 80 Arceus dabei, die mir nicht gehorchen werden. Eigentlich sollte ich jetzt schon tauschen, dann kann ich wenigstens nicht verlieren. Ich glaube, ich muss nicht mal im Pokémon Center sein. Wobei doch, ich muss in den Konnex Club. Okay, doch.
Warum heißt er nicht Connex Club? Und nicht Union Room? Oh, was sind hier für Treppen? Ach, ich muss nicht mehr in einen neuen Raum, sondern einfach nur hochgehen. Okay, das ist cool. Speichere eine Menge Daten, oh mein Gott. So viele Daten. Alter. Das müssen ja Gigabyte sein, die gespeichert werden. So, ich betrete gleichzeitig den Connex-Raum. Voll gut. Welches ist deiner Meinung nach der beste Start, um Soul Silver schnell durchzuspielen? Weiß ich nicht. Ich glaube, wie auch in Gen 2 schon damals, Endivir. Aber ich bin mir nicht sicher. Hallo? Tausch. Arceus, Topsy. Ein fairer Tausch, würde ich sagen. Los. Ich glaube, hier wird jemand verarscht. Ich glaube, auf einer von den beiden Seiten wird jemand verarscht. Ich habe in Kristall Kanimani genommen und durchgespielt. Ja, du kannst mit allen drei durchspielen, hä? Hast du davor nicht HGSS gespielt? Du musst doch alle Mons von Gen 3 hochtraden. Nee, ich habe den eBay, also den Speicherstand genommen vom eBay-Verkäufer. Ich habe Soul Silver gekriegt und zufällig war das Spiel komplett durchgespielt. Ich musste nichts machen. Es war wirklich alles da. Und habe das benutzt. Der war schon durch, ja? Jetzt muss ich neu anfangen, damit ich halt die OT Leo habe. Ich habe mal eine Nuzlocke, glaube ich, angefangen in Soul Silver. Aber ziemlich schnell verloren natürlich. Dann nehmen wir Arceus und Visor. Wieder ein fairer Tausch. So, ich töte jetzt mal alle drei direkt rüber. Ich glaube, das wird nichts bringen, weil es die drei gleichen sind. Also aus der gleichen Region. Ja, vielleicht geht's ja. Ich werde aber nur eins ins Team nehmen. Ich werde eins ins Team nehmen und dann zu Cynthia gehen. Und dann nochmal ein anderes ins Team nehmen und dann nochmal zu Cynthia gehen. Ach, das klingt schon so, als würde es nicht funktionieren. Aber vielleicht ist ja nur irgendwie eingestellt, dass es ein anderes Arceus sein muss. Und nicht, dass es eins von da und von da sein muss. Aber es wäre komisch, dass sie dann zwei gehen, aber drei nicht. Hm. Und dann nehmen wir Arceus und Hornliu. Der wohl fairste Tausch von allen.
Dieses kleine Horn-Liu. Warum eigentlich Liu? Horn-Liu. Es hat ein Horn und was ist Liu eigentlich? Horn-Liu. Raupe. Okay, das war's schon. Feurigel jetzt so umzingelt von drei riesigen Göttern. Mein Feurigel auf Level 6 so. Mami? Okay. Ende. Man darf den anderen DS nicht ausmachen. Krass. Wenn man den anderen DS einfach ausmacht, stürzt es hier ab. Oh, okay, Arman ist wieder hier. Alles gut. Krog. Krog. Hallo, Brani. Da sind sie. Okay. Dann tue ich mal zwei runter. Ich glaube, das wird nicht gehen. Danu, dankeschön für 12 Monate. Ein Jahr. Willst du mir sagen, ein Jahr? Rani, du bist ein Lampenschirm. Du bist eine Lampe. Und hier ist Danus fetter Zettel. Dankeschön. Ein Jahr und was für... Oh, es läuft mir hinterher! Ich bin der mächtigste Trainer. Ja, komm, du kleiner Teenager. Da kommt doch jetzt so ein Teenager. Taubsi. Überstrahl! Das ist ungehorsam. Das hat sich selbst wehgetan. Ich glaube, das wird nichts mit dem Teenager. Ich werde Seher machen und wird der Teenager so sagen, oh, Seher macht ja gar nichts. Wir sind jetzt alle aus der Mystery Zone? Nein. Eben nicht. Die sind alle aus der Halle des Beginns. Warum gehe ich hier lang? Ah doch, stimmt schon. Die sind alle aus der Halle des Beginns. Mystery Zone habe ich nur eins gefangen im Pokéball und eins im Meisterball fürs Video, wo ich das schnell getestet habe. Dann sollte es klappen, ja. Die Frage ist aber, ob es dreimal klappt. Einmal klappt es auf jeden Fall. Aber ob es dreimal klappt, ist die Frage. Seh. Nein, nicht Heilung. Du bist so ein dummes Arceus. Nein. Arceus, komm schon. Gehorche deinem kleinen Zehn. Es ist eingeschlafen. Nein, Arceus, komm schon. Gehorch deinem 10-jährigen Meister. Seher. Aha. Du wirst gleich sehen, was jetzt passiert. Genesung. Wo ist der Seher? Da. Wahaha. Ich bin der mächtigste Gott im Universum. Teenager Julian also. Gibst du deine Telefonnummer? Nein. Ich bin eine Leuchte. Den Dietrich. Sehr war das ein One-Hit nach 2 Runden? Ja.
Komm schon. So viele Kämpfe müssen wir nicht machen, oder? Weil sonst wird das ein bisschen anstrengend. Das wäre so geil. Taubsi besiegt Gott. Taubsi wird zu Tauboss in einer Sekunde. Komm schon, Arceus. Mach sehr. Ah. Der besiegt mich. Das Taubsi wird so glücklich sein. Das wird es vor allen anderen Taubsis so krass angeben. Gott ist tot. Ah, es läuft einfach zu seinen anderen Taubsi-Freunden. Gott ist tot. Es steht so auf der Straße mit einem Schild, wo drauf steht, Gott ist tot und keiner glaubt ihm. Dabei ist er der Arceus umgebracht hat. Ey, sehr. Ich glaube, ich sollte Verriegel einfach nehmen. Der 2. Hm. Oh, das ist jetzt Level 4. Das schafft mein Vorrieger nicht. Arceus, mach dein Nickerchen. Arceus. Er ist faulenz. Es ignoriert dich. Dann gibt es Ignorieren und dann machst du eine andere Attacke. Dann gibt es Einschlafen. Da waren noch andere Sachen. Ah, warum ist das so stark? Wegen Rutenschlag. Arceus levelt gleich auf. Arceus erreicht Level 81. So, das war's doch jetzt. Hier ist doch nicht so viel. Es ist doch nur die erste Route, hier ist nicht so viel. Gott ist tot. Gott ist tot. Es gibt drei Götter. So. Ich hab's gleich. Schwebt dieses Arceus eigentlich über dem Boden? Ich bin echt schnell. Ich bin auf meinem Gott hergeritten. Kampfkamera? Ach so, den Verlauf zu dokumentieren. Das ist einfach ein Logbuch. Wer ist hier überhaupt? Viola City, wir sind da. Kurz heilen. Wir ignorieren die Arena. Ich glaube, Falk müssen wir nicht besiegen. Er heißt doch Falk, glaube ich. Das war Falk. Der Flugtrainer. Ich glaube, es könnte noch ein, zwei Trainer geben auf dem Weg jetzt zu den Ruinen. Okay, wir kommen einfach durch. Damit kann man Wi-Fi-Kämpfe aufnehmen. Ah. Ich sollte jetzt speichern. Wir werden 1 GB speichern. Eine Hütte. Mal schauen, ob ich die Hütte finde. Hütte. Ah!
Ich war immer so aufgeregt. Liebe Zeit, ist mir das peinlich. Ist ja auch nichts passiert. Ich werd verrückt. Das Pokémon dort, das ist ein Arceus. Sage bloß, es ist aus Sinnoh bis hierher gekommen. Oh yeah. Und es ist sogar eins, was nicht existieren könnte. Was, wenn Arceus der Auslöser ist? Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, aber es muss einfach so sein. Könnte Arceus der Schlüssel sein, um das Rätsel der Alfruin und der Icognito zu lösen? Möchtest du mich nicht zu den Alfruin begleiten? Ich bestehe sogar darauf. Meine Forschernase sagt mir, wir stehen kurz vor einer großen Entdeckung. Ich bin gerade erst losgegangen. Meine Mama hat gerade mir erst die Turbotreter gegeben. Nee, es war so ein alter Mann mit seinen feuchten Füßen. Ich weiß nicht mal, was ein Icognito ist. Ist es eigentlich so wegen dem Film, dem Icognito-Film? Deswegen ist es doch hier drin. Jetzt sind wir in den richtigen Ruinen. Cynthia, wo bist du? Du bist nicht Cynthia. Cynthia, bist du es? Echt kalt hier, habe ich nicht recht. Meine Hände sind schon fast taub. Ich finde es toll. Die Kultur der Sinnoh-Region ist sehr stark mit der von Johto verwandt. Das erkennt man allein schon am Design der Sinnoh-Ruinen. Oh je, jetzt werde ich langsam müde. Wir reden hier ja auch schon die ganze Zeit im Stehen. Da hinten gibt es eine Berghütte. Lass uns da in aller Ruhe weiter plaudern. Okay, hallo Sprudelmeister. Ich muss gleich Feuerriegel auf den PC legen, sonst ackert Arceus nicht. Wird. Unverschämt. In dieser Berghütte ist gerade jemand, den man nicht alle Tage trifft. Es handelt sich dabei um eine echt Berühmtheit aus der Sinnoh-Region, die einfach jedem Trainer ein Begriff ist. Allem Anschein nach reist sie überall umher, um den Geheimnissen von Sagen und Ruinen auf den Grund zu gehen. Bianca? Es muss Bianca sein. Vision, du bist ein Pudox. Oh, da können wir... Soll ich direkt Feuerriegel wegmachen? Nee, ich mache erstmal ohne. Ich will sehen, was du meinst. Hallo. Nee. Mein Name ist Cynthia. Ich bin eine Pokémon-Trainerin. Die Sinnoh-Ruinen erinnern mich stark an meine Heimat, die Sinnoh-Region. Erst dachte ich, das läge daran, dass es hier so viel Schnee gibt. Aber ich lag falsch. Vor langer Zeit verließ eine Gruppe Menschen ihr Zuhause in Sinnoh und ließ sich hier nieder. Sie machten diesen Ort zu ihrer Heimat und bauten hier einen Palast. Das sind heute die Sinnoh-Ruinen. Sag mal, bist du ein Pokémon-Trainer? Ja, schon ganze 15 Minuten. Es geht eine große Macht von deinem Pokéball aus. Diese Macht, ist das Dialga? Oder Palkia? Oder etwa Giratina? Diese Aura erinnert mich an eins dieser Pokémon, aber irgendetwas ist anders. Hast du etwas Zeit? Ich möchte gerne mit dir zu den Sinnoh-Ruinen gehen. Mein Gefühl sagt mir, dass etwas geschehen wird, wenn du mit diesem Pokémon auf das Podest dort kletterst. Okay. Dies ist der Trysterium-Altar. Das ist ein ehrwürdiger Altar, der zu Ehren von Arceus errichtet wurde. Man sagt, die unglaubliche Macht von Arceus wurde dort in Musik und Tanz zum Ausdruck gebracht. In Johto gibt es noch Menschen, die diese Tradition bewahren. Einzig und allein Arceus ist es erlaubt, auf den Trysterium-Altar zu steigen. Wenn du willst, dass es das tut, dann gib deine übrigen Pokémon bitte am PC der Berghütte ab. Na gut, das macht ja voll viel Sinn. Anstatt einfach das Arceus zu nehmen. Ja, die Cutscene sah ziemlich krass aus. Ich habe die schon so halb gesehen. Coole Cutscene jetzt.
Dies ist der alte Arkis angemacht von Musik. Ich Giotto jetzt. Den alten Schriftstücken zufolge erklomm Arkis den Trysterium-Altar und schon entstanden Zeit, Raum und Antimaterie. Die ganze Welt also. Der Meister des Trysterium-Altars ist also endlich erschienen. All die langen Jahre, die ich damit zugebracht habe, die Sinjo-Ruinen und ihre Legenden zu erforschen, waren wohl eine Vorbereitung darauf, dich zu diesem Altar zu führen. Das alles nur, weil ich mich in die Void geglitscht habe. Der Kreis in der Mitte ist Arkis, der Ursprung aller Dinge. Dieser Platz ist Palkia, dem Meister des Raums, vorbehalten. Dieser Platz ist Dialga, dem Meister der Zeit, vorbehalten. Und Carpador. Dieser Platz ist Giratina vorbehalten, dem Herrscher über die Welt hinter unserer Welt und die Gegenstücke zu Zeit und Raum. Arkis hat dich als seinen Trainer anerkannt. Nicht ganz. Angeblich wird dir Arkis, das das Universum geschaffen hat, nun einen Teil seiner Macht zeigen. Diese Macht kann aus dem Nichts neues Leben sprießen lassen. Kannst du mir auch einen Shiny Victini machen, Arkis? Wenn du dich für einen der drei Kreise entschieden hast, wird sicher irgendetwas geschehen. Du solltest dich gut auf diesen Augenblick vorbereiten. Also speichern. Ich nehme Giratina natürlich als erstes, oder? Husky, du bist ein Happy Birthday Mewtwo. Du bist ein Mewtwo. Mewtwo hatte gestern Geburtstag. Deine Wahl fällt also auf Giratina, den Herrscher über die Zerrwelt. Ja. Aber was haben Incognitos damit zu tun? Und warum sind Incognitos nicht Legis? Oder mystische? Sexy. Jetzt kommt wieder dieses Lied. Fire. Water. Als die vier... Hallo, Cutscene, nicht jetzt stören. Es resettet gerade die Welt. Okay. Gib mir jetzt Baby Giratina. Ei. Die seltsame Kugel hat sich in ein Pokémon verwandelt. Leo erhält Giratina. Möchtest du Giratina einen Spitznamen geben? Baby Tina. Nein. War diese strahlende Kugel gerade etwa... War das etwa ein Ei? Haben wir eben etwa der Entstehung eines Eis beigewohnt, das noch kein Mensch zuvor gesehen hatte? Eier können alle möglichen Lebensformen hervorbringen. Dieser Planet, den wir bewohnen, ist auf gewisse Weise auch eine Art Ei. Jedes Leben, das einmal aus einem Ei schlüpft, erlischt auch irgendwann wieder, um schließlich erneut in diese Welt zurückzukehren. Ich denke, das ist es, was Arkis uns gerade verdeutlichen wollte. Was war das denn? Es ist, als würde sich erneut eine große Macht hier versammeln. Next! Dialga! Wir machen direkt weiter.
Geht's dir gut? Du warst plötzlich wie von der Erdoberfläche verschwunden. Das war echt ein Schock. Was ist also passiert? Verstehe. Die vereinten Mächte von Arceus und von Incognito müssen unglaubliche Energien freigesetzt haben, durch die du dann zu den Sinjo-Ruinen katapultiert wurdest. Incognito, die Alf-Ruinen und jetzt auch noch Arceus. Hier jagt ein Rätsel das andere. Aber jetzt brenne ich richtig gehend vor Wissbegierde. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich all diese Geheimnisse lüfte. Kann ich nochmal rein? Und das ist die Belohnung. Ein Giratina auf Level 1 im Pokéball mit Platinum Orb. Fähigkeit Schwebe. Aber es gibt noch keine versteckten Fähigkeiten hier. Und das war's. Feuer, Odem und Grimasse. Hitzig. Sinjo-Ruin am 7. Februar. Irgendwie eitel. Weiß ich, was steht hier? Steht es hier? Das ist Johto. Natürlich ist es Johto. Aber Johto steht hier nirgends. Und jetzt ist die Frage: Kann ich jetzt einfach ein anderes Arceus auswählen und nochmal kommen? Wahrscheinlich nicht. Für die ist es wahrscheinlich das gleiche Arceus. Aber wir gucken mal. Ansonsten muss man das halt hier dreimal machen. Das heißt, eins dauert vielleicht 20 Minuten. Wie lange hat es jetzt gedauert? Oder eine halbe Stunde? Ja, mit dem Machine Arceus würde es definitiv nochmal gehen. Aber wir probieren es mal. Es müsste jetzt einfach nochmal die Cutscene triggern, oder? Dass der Typ da rausgeeilt kommt. Es ist trotzdem komisch, wie sie die Flags gesetzt haben. Weil es kann ja nur ein Arceus in Gen 4 existieren. Das aus dem Film, das Machine Arceus. Deswegen ist es ja allein schon ein Programmierfehler, dass es überhaupt zweimal geht. Also warum sollte es nicht dreimal gehen, wenn man drei Arceus hat? Aber ich fände es auch komisch. Kann ich jetzt einfach das hier bewegen und... Wo ist mein Team? Kann ich nicht zu meinem Team? Ah, doch, da. Jetzt habe ich sie getauscht, oder? Ich meine, schwierig zu sehen. Bam, 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 bam. Schauen wir mal. Hallo Basti. Das ist ein anderes jetzt, werter Herr, das ist ein anderes. Wir können das gleiche nochmal machen. Es ist nicht das gleiche. Schade. Nee, es geht nicht. Ich könnte mir jetzt noch das Machina rüber tauschen, dafür müsste ich aber erst den S-Glitch nochmal machen. Ich glaube, bevor ich den DNS-Glitch nochmal mache und hoffe, dass ich das Machina finde, habe ich das hier nochmal durchgespielt. Aber ja, so holt man sich Legis auf Level 1. Man muss nur ein Arceus dabei haben. Spiel dasselbe Event nochmal. Okay, dasselbe Event.
Warum bist du heute die dritte Person, die diesen Witz bringt? Machen wir ständig das Gleiche hier? Anscheinend. Das heißt, ich müsste jetzt die wieder zurücktauschen. Im Grunde, man braucht nur einen Arcus. Ich habe extra drei gefangen. Das heißt, das muss ich in meinem Tutorial noch ändern. So. Aber das machen wir jetzt nicht. Hey, wo ist jetzt mein Team schon wieder hin? So, ich muss so machen. Aber das haben wir. Das war's für heute. Das wollte ich heute hier machen. Ich muss jetzt das Tutorial fertig machen und das addieren. Das addieren, dass das nicht geht. Aber es war klar. Es war immer nicht ganz klar. Es hätte auch gehen können. Weil es sind drei verschiedene Arcus. Sie kommen aus der gleichen Stelle. Warum würde es jetzt bei Machina... Aber eigentlich würde ich gern sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier noch einen Machina hätte. Würde dann einfach wirklich die Cutscene nochmal abgespielt werden? Was ich, wenn ich Machina und das Mystische im Team habe? Nimmt er dann das, was an erster Stelle steht? Ich finde das interessant. Wieso haben die das so gemacht? Ich glaube wegen all diesen Sachen programmiert inzwischen Game Freak in Anführungsstrichen besser. Weil sie programmieren tatsächlich besser. Nicht hübscher. Aber sie programmieren im Sinne von solchen Flags, programmieren sie um einiges besser, weil sie halt so viel Scheiße erlebt haben mit all diesen Sachen von Gen 1 bis Gen 5. Dass heute solche Flags nicht mehr einfach umgangen werden können. Weswegen auch heutzutage Pokémon-Spiele nicht wirklich gespeedrunnt werden können. Weil die einfach bombenfest sind. Du kannst nicht einfach irgendwo durchglitschen. Aus jemand macht ein Remake und übernimmt einfach alle Bugs. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Nummer 873. Dann würde das gleiche passieren, aber Cynthia wäre nicht nochmal da. Das heißt, der Typ stürmt nochmal raus und er bringt mich dann dahin und ich kann einfach mit Arceus auf die Mitte steigen. Und Cynthia ist nicht da? Hey, dann muss das ja extra programmiert worden sein, dass es zwei verschiedene gibt. Was auch sein kann, weil sie ursprünglich ja das andere Arceus veröffentlichen wollten. Aber Heart Gold Soul Silver kam doch viel, viel später, sodass sie doch schon wussten, dass sie das Event nicht rausbringen werden. Ja, vielleicht war das in den Entwicklungsarbeiten und da wollten sie Arceus noch rausbringen, das zweite. Aber warum sollte es mit zwei Arceus gehen? Es sollte immer nur mit einem Arceus gehen. Alles andere ist unlogisch. Naja. Weiß man, warum das Event nie rauskam? Ja, sie haben gesagt, sie fanden es zu kompliziert. Sie haben den Fans nicht zugetraut, dass die das schaffen, sich eine Flöte runterzuladen. Sie haben uns zugetraut, dass man den Professor Eichbrief kriegt und damit auf die Insel geht, wo der Weg sehr kompliziert war. Aber sie haben uns nicht zugetraut, dass wir uns die Flöte holen und damit auf den Berg steigen. Das ist die offizielle Begründung. Sie dachten, es wäre zu kompliziert für die Spieler des Spiels. Dabei ist es um einiges leichter als Eichbrief, weil da musst du durch dieses Labyrinth durch, was relativ schwer ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Kompliziert ist so eine schlechte Antwort. Aber das ist deren Antwort. Habe ich nie mit Glitches beschäftigt, aber die Information, dass die neuen Spiele bombenfest sind und man nicht glitchen kann, überrascht mich schon. Naja, was für Glitches gibt es schon in Gen 8 und Gen 9, die du benutzen kannst? Natürlich gibt es Fehler, wie dass du durch die Welt stürzen kannst und sowas, aber du kannst nicht, wie hier, einfach
das Spiel starten und bei Cynthia stehen und gegen Cynthia kämpfen und das Spiel durchspielen. Weil die Flags extra inzwischen so gemacht sind, dass du erst, selbst wenn du zu Cynthia hingehst, steht da keine Cynthia. Selbst wenn du vor den Top 4 stehst, geht die Tür nicht auf, weil der Flag gesetzt wird, dass du alle 8 Orden haben musst und so weiter. Die haben da extrem dazugelernt über die Jahre, dass sie wirklich, dass das Spiel storytechnisch auf sich aufbaut. Und damals war das halt noch alles skippable. Bei der Flöte gab es so eine Info nicht. Ja, dann hätten sie es hinschreiben können. Geh mit der Flöte auf den Berg, fertig. Und heutzutage gibt es Meluetta in Capu. Genau. Pat, dankeschön für dein Prime. Dankeschön für 5 Monate Prime. Und ich habe hier noch Kitemio mit einem intelligenten Pokémon genannt. Wie heißt du nochmal? Kommandutan. Dickbert. Oder Dickbirth. Dankeschön für deinen ersten Prime. Danke, danke, danke. Nochmal speichern. Warum nicht? Okay, das mache ich privat. Ich meine, ich brauche jetzt euch nicht zeigen, wie ich zweimal nochmal das Spiel bis dahin spiele und dann nochmal die Cutscene auslöse und die Dialga auswähle. Aber ich hole mir alle 3 auf Level 1, weil es einfach cool ist, die zu haben. 3 Legis auf Level 1. Ich glaube, das ist das Einzige, wo man das haben kann, oder? Es gibt sonst nie ein Legi auf Level 1. Außer vielleicht mal ein Nuffy aus dem Ei oder sowas. Aber das ist kein Legi. Oder es gibt sonst kein einziges Legi auf Level 1. Aber es gibt das Gegenteil noch. Carpod auf Level 100. Aber das haben wir schon. Regigiga es gibt, stimmt. Das haben wir uns aber geholt. Und warum gibt es das auf Level 1? Das muss doch auch ein Fehler sein. Ich meine, hier ist es kein Fehler. Aber Regigiga wirkt wie ein Fehler. Manaphy und Fion, ja, aber... kein Legi. Aber Regigiga, ja. Maschine frisch gebaut. Im Gegenteil! Die Story ist doch, dass es da seit tausenden von Jahren steht. Ja, mit Go kann man Level 1 Pokémon haben, das stimmt. Wobei ich bei Legis mir nicht sicher wäre, wenn du so ein 6-Sterne-Raid, so ein 5-Sterne-Raid machst in Go. Glaube ich nicht, dass dann Legi rauskommen kann mit 20 WP oder so. Ah, vielleicht schon. Was nicht? Okay, wir sehen uns morgen wieder. Ich höre auf, denn ich will das Video fertig machen heute und es ist noch einiges vor mir. Das Video ist 50 Minuten lang, das Tutorial. Und ich muss noch einige Sachen reinschneiden, dass es nicht komplett langweilig ist. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr. Was machen wir morgen, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich einfach nur Shiny hunten. Tschüss!